Hey Leute, willkommen zurück zu Dicey Dungeons und damit zum Halloween Special in Dicey Dungeons. Das Ganze läuft eine Woche, aber keine Sorge, die drei Episoden sind es, glaube ich, kann man danach als Mod spielen. Ich habe gedacht, wir schauen uns das Ganze mal an. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Gucken wir doch einfach mal rein. Ich habe auch nur ganz kurz in die Patch Notes geguckt. Wir starten ein neues Spiel. Genau. Ich habe wirklich noch gar nicht gespielt, wie ihr seht. Oben steht neu, steht beim Krieger. Es hat es so ein bisschen auf Halloween angepasst. Es gibt, glaube ich, drei neue Gegner. Hallöchen, tut mir leid, dass ich kein Kostüm habe. Ich habe eins gemacht, aber ich bin doch jetzt ein Würfel und es passt nicht. Oh ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Was steht denn noch bei den anderen? Erfinderin, ich freue mich total auf diese Halloween-Sonderfolge. Ich mich auch. Fortuna hat gesagt, dass es einen Haufen neuer cooler Gegenstände zum Ausprobieren gibt. Schwierigkeitsgrad 4. Was haben wir hier, Hexe? Oh Gott. Halloween ist mein Feiertag, verstehst du? Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Kinderspiel wird. Ja, genau. Mit 5 Sternen Schwierigkeitsgrad. Ich starte natürlich mit dem Krieger. Ich weiß auch nicht, ob ich alle zeigen werde. Mal gucken. Aber jetzt, solange das läuft, schauen wir uns das auf jeden Fall erstmal an. Willkommen zurück bei Dicey Dungeons Halloween Special, genau. Mögen all eure Würfel verhext sein? Nee, lieber nicht. Okay, vielleicht lieber verhext, aber dafür nicht verflucht. Regeln? Herausforderungsmodus. Im Herausforderungsmodus wurden alle Regeländerungen schon festgelegt. Neue Regeln werden enthüllt, wenn du tiefer in die Dungeons vordringst. Das klingt ja mal interessant. Gut, der Frosch sieht auch sehr interessant aus. Schleimi hat eine andere Farbe. Was haben wir denn für eine Ausrüstung? Wir haben nur ein Schwert. Na gut, dann machen wir erstmal hier den Frosch, die Hölle heiß. Musik haben sie auch geändert, das ist natürlich, habt ihr ja schon am Anfang gehört, aber ich finde das schon cool. Auch wenn ich jetzt nicht so der Halloween-Fan bin. Oder besser gesagt, das geht mir eigentlich, das geht an mir vorbei, ich sag's mal so. Oh Gott, das wird wehtun. Gut, jetzt habe ich endlich mal hier eine 6. Halbes Level, noch 11 Lebenspunkte. Das könnte interessant werden. Was haben wir hier? Peitsche, na immerhin was mit Damage. Das muss aber auch so sein. Und wir haben Erholung. Stellt 6 Gesundheit wieder her. Das ist natürlich auch sehr nett. Die Musik ist richtig gut. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht noch nicht machen brauchen, weil wir haben gleich ein Level-Up. Aber andererseits, wir hatten noch 11 Lebenspunkte. Ich bin da vorsichtig. Sobald es an die 10 Lebenspunkte geht, lasse ich da nichts mehr anbrennen. Nur mit der Peitsche. Wunderbar. Du bist platt. Level-Up. Extra-Würfel. Ist okay, aber gut, wir haben bisher erst 2 Fähigkeiten. Moment, was haben wir denn hier? Dämon, du beginnst jede Runde mit Zorn, aber er funktioniert nur in 50% aller Fälle. Ist das mit diesem Herausforderungsmodus denn so, dass diese Sachen, diese Regeländerungen zufällig sind? Das wäre natürlich schon richtig, richtig cool. Da haben wir einen Kürbis zum Einsammeln. Baby-Tintenfisch sieht jetzt aus wie ein Geist. Der Pirat sieht aus wie ein Koch. Der Zauberer sieht aus wie... Soll das ein Hühnchen sein? Ich glaube. Gut. Ha, ich finde das super. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig super. So, eine 6 ist schon mal auch super. Verleiht dem Spiel wirklich frischen Wind. Und nach 60 Videos wird das auch mal nötig, ehrlich gesagt. Mehr Erholung. Werde ich schon mal benutzen. Warum sollte ich das auch nicht mitnehmen? Leider hatten wir jetzt keine 6. Wieso hast du jetzt...
zweimal angegriffen. Ach, das war mit Zorn. Ja, okay. Gut, was haben wir hier? Kerze. Würfel minus 1, verliere 1 HP. Ich glaube, sowas will ich gar nicht erst benutzen. Obwohl, wir haben eine eingebaute Heilung. Von daher, komm, wir probieren das einfach mal aus. Man muss ja nicht gleich alle schon schlecht reden. Der sieht auch super aus, der Zauberer. Ich mag diesen Mix von der Musik. Das ist echt, das ist richtig, richtig gut. Wagen wir es mit dem Einer. Mal gucken, was kriegen wir denn hier noch? 3, komm schon. 4, ja, toll. Aber wir konnten ihn erledigen. So, Level up. Was haben wir denn? Katana, maximal 4 Schaden, 3 pro Runde verwenden. Boomerang. Ja, Boomerang ist gut, wenn wir den Boomerang aufwerten können. Ich glaube, ja komm, nehmen wir den mal mit. Was gibt's hier Tolles im Shop? Es hat jetzt auch Kürbis auf. Dramatischer Abgang. Was steht da? Doppelte Schlag. Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht lesen. Der finale Schlag ist, erhalte plus 2 Max HP. Das klingt schon mal sehr nett. Breitschwert ist natürlich auch super. Ich würde sogar sagen, ich kaufe jetzt hier einfach mal das Breitschwert und wir nehmen das Schwert raus. Sieht momentan richtig, richtig gut aus. Ja gut, den Pirat gehen wir jetzt auch schon nochmal an. Da haben wir auch noch einen Kürbis, von daher. So. Dann machen wir das nochmal so. Und was den Rest angeht... Ich glaube, den Boomerang werde ich noch nicht benutzen. Na, 3 hätte jetzt auch schon gereicht. Genau, dann machen wir das nämlich so. Dann brauche ich mich auch nicht nochmal verbrennen an der Stelle. Gut, wir sacken jetzt auf jeden Fall den Kürbis ein und gehen dann schon mal weiter. Mumie, Feinde haben 50% mehr Gesundheit. Also, wie ist das denn? Hier steht ja Ebene, stack das. Also ist das dann beides aktiv? Marshmallow. Verfluchtes Gefäß. Der Handwerker sieht auch super aus. Ich würde mal sagen, wir gehen den Marshmallow an. Das Gefäß ist mir zu giftig. So, dann machen wir das doch bitte erstmal so und so. Den dritten Würfel lassen wir da erst nochmal. 2 Sechsen. Gut, konnte aber nur eine benutzen. Na komm schon. Ach, das ist ganz schön mager hier. Nehmen wir das schon mal. Autsch. Wie wär's denn mal einfach so mit einer 6? Ach komm, dann machen wir das. Ja komm, dann machen wir das so. Genau, dann passt das nämlich. Brauchen wir uns mit dem nicht länger umschlagen. Gut, wir haben jetzt hier wieder ein paar Sachen. 2 Sechser wären natürlich auch schon sehr nett. Auf jeden. Ich glaube, ich kaufe wirklich mal den Mitternachtszauber. Passt ja auch wunderbar hierzu. Boomerang nehme ich dann erst noch mal raus. Dann packe ich den Mitternachtszauber damit rein. Und gut, hier könnte ich jetzt auch was aufwerten. Ja, ist halt die Frage. Das wären dann plus 3.
So verbrennt er zwei Würfel bei einer 6. Aber ich hatte ja gesagt, oh, Würfel plus 1. Das ist interessant. Ich hatte ja erst gesagt, ich hätte gerne hier einen Bumerang verbessert. Kriegen wir nämlich nur 3 Damage. Und ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich sogar machen. Ja, komm. Verbessern wir jetzt den Bumerang. Gut, dann muss ich hier nochmal kurz was ändern. Dann nehme ich jetzt die Kerze raus, pack den Bumerang mit rein. Und dann schnappen wir uns erstmal den Kürbis und erledigen den Handwerker. So, das ist natürlich schon mal hier eine Option. Dann haben wir 2 Sechsen. Oh, dann haben wir jede Menge Sechsen. So kann das natürlich auch gehen. Holung können wir benutzen. Wunderbar. Das sieht doch schon recht gut aus. So, und dann machen wir das. Ja, dann machen wir das mal wieder so. Kriegen wir gleich wieder so viele Würfel. Oh, das funktioniert richtig gut in der Kombination. So, dann packen wir dich mal da rein. Dann haben wir auch mehr als genug Würfel. Level Up kommt noch dazu. Extra Würfel. Was haben wir denn hier? Wende einen Würfel. Nein. So, das Gefäß können wir jetzt auch noch platt machen. Wir haben, was den Damage angeht, sind wir richtig, richtig gut aufgestellt. Und, ja gut, wir möchten auf jeden Fall hier wieder mehr Sechser haben. So, dann machen wir das wieder so. Dann können wir dich auch wieder verbrennen und dann machen wir das auch nochmal. So, die Heilung brauchen wir noch nicht. Dann gucken wir doch mal, ob wir dich jetzt gleich schon... Gut, das, ja, könnte theoretisch... Hat jetzt diesmal nicht geklappt, schade. Schade, aber vielleicht klappt es damit noch. Nehmen wir das hier nochmal mit. Eine 4, eine 6. Jawohl. Geht doch. Bam. Das zittert ein bisschen. Pumpkin Spice. Alle Statuseffekte sind verdoppelt. Das ist cool. Natürlich, was Verbrennen angeht. Aber andererseits kriegen wir da auch mächtig auf die Nase, wenn wir nicht aufpassen. Krake mit Brille. Der macht mir schon Angst. Und mit einer falschen Nase. Ja. Yeti Level 3. Krake Level 4. Ich glaube, wir müssen hier wirklich... Erst den Kraken angehen. Ja, in der Kiste wird wahrscheinlich nichts mehr so Tolles sein. Ich bin erstmal für Weg frei machen. Dann haben wir zumindest jetzt wieder 2 Sechser. Das ist doch schon mal ganz okay für den Anfang. Wow! Erholung brauchen wir noch nicht. 2 Würfel haben wir damit verbrannt. Der Fluch könnte echt zu einem Problem werden. Vor allen Dingen, dass wir den jetzt zweimal haben. Und wir sind hier auch noch blind. Das ist natürlich... Ich kann jetzt Mitternachtszauber nicht wirklich benutzen. Weil wenn ich da jetzt die ganzen Würfel reinpacke und der Fluch wird ausgelöst, dann sind die Würfel weg. Deswegen machen wir das doch erstmal so. Das hat leider nicht funktioniert. Das auch nicht. Na gut. Also vom Sound klingt das so ein bisschen wie 10 Million.
Falls ihr das Spiel nicht kennt, ich habe dazu mal angespielt gemacht. Das ist ein super, super Spiel. Das habe ich zu 100% auf Steam durchgespielt. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal das kurz nebenbei. So. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Ja, ja, gut. Ich nehme jetzt mal hier Erholung und das funktioniert leider nicht. Verdammt. Aber wir stehen sehr gut gegen den Kraken da. Nur das mit den Statuseffekten ist echt nervig. Komm schon. Geht doch. So, und da hätten wir auch schon wieder ein halbes Level. Was gibt's denn hier Tolles? Peitsche gegen giftiger Schleim. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das müssten wir tauschen. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, giftiger Schleim ist besser, weil bei Verbrennen ist nicht immer gesagt, dass der Gegner auch wirklich die Würfel benutzt. Aber bei Gift kriegt er halt immer Schaden. Deswegen würde ich doch mal sagen, Deal! So, das hätten wir schon mal. Was ist, komm, wir machen hier noch den Yeti fertig. Der ist schwach gegen Feuer, natürlich, stimmt, da war ja was, genau. Ich glaube, ich teste hier erstmal wieder mein Glück und das ist, oh, sieht super aus. Da sind das auch gleich schon immer 4 Gift, wenn man Glück hat. Einfrieren 10, alles klar. Ist klar. So, da haben wir eine 6, da haben wir eine 4. Gut, dann machen wir das doch schon mal. Nur 2. Eine 5, immerhin. Gut, das machen wir auf jeden Fall so. Und das reicht schon, alles klar. Wunderbar, fast Level up. Was gibt's denn hier Tolles? Ein Hammer! Können wir einen Gegner mit schocken? Das ist jetzt echt. Ja, Breitschwert macht mehr Damage als der Hammer. Aber Hammer schockt. Ich würde fast sagen, ich nehme das Breitschwert raus und packe dafür den Hammer mit rein. So, Irrwisch machen wir noch platt. Dann haben wir auch ein Level up. Sieht auch super aus. So, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, komm, machen wir das so. So viele Sechser. Erholung haben wir, das ist super. Dann haben wir zumindest das. Wir verbrennen die Würfel nicht mehr, aber wir haben trotzdem Effekt auf die. Ja, wir beeinträchtigen den Gegner. Sagen wir es mal so, oh Gott, die brennen alle. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist echt nicht so toll. Gut, aber wir haben 15 Gift, alles klar. Ja komm, das reicht jetzt. Das ist schon ganz cool gebaut, die Episoden. Gut, Ausrüstung verbessern oder Henkersbeil. Maximal 5. Halte 2 Gruselwürfel zu Beginn einer Runde. Was sind denn Gruselwürfel? Aber ich nehme jetzt, ja, maximal 5 passt halt gerade nicht bei dem, was ich hier habe. Deswegen verbessere ich mal lieber die Ausrüstung. Und zwar verbessern wir. Das ist die Frage. Mitternachtzauber wäre natürlich schon ganz nett. Damage ist eigentlich genug da. Ja, komm, wir verbessern hier den Mitternachtzauber. Obwohl wir eigentlich schon genug Würfel haben. Cornelius sieht ja interessant aus. Können wir nochmal was verbessern? Ach nee, ja gut, hier kommt erst noch ein fauler Apfel. Der faule Apfel ist gar kein fauler Apfel, das ist ein fauler Kürbis.
zwei Sechsen. Gut, da wäre noch eine 4, da eine 3 und noch eine 6. Wunderbar. 6-mal geschockt. Alles klar. Das spricht eine deutliche Sprache. Ja, leider nur. Ja, gut, jetzt haben wir wieder 3 Sechsen. Der Rest ist ja egal. Das ist so übel. Ja, Gift war eine gute Wahl. Okay, was haben wir jetzt hier Tolles? Giftiger Schleim, wäre ich schon sehr dafür. Ja, das geht halt nicht, das geht halt auch nicht. Das haben wir schon beides. Schockt wird, das wird nur kleiner. Ich nehme wirklich hier giftigen Schleim. Es ist dann noch mehr Damage. So, Schreckenswolf haben wir da. Banshee, Level 5, gefällt mir nicht. Mal gucken, wie das jetzt gegen Cornelius läuft. 150 Lebenspunkte. Cornelius, was? Bekommt jede Runde einen Würfel zusätzlich. So haben wir aber nicht gewettet. Ah, schade. Aber wir machen trotzdem ganz gut Schaden. Vor allen Dingen dann jetzt mit dem Gift, selbst wenn er so viele Lebenspunkte hat. Den können wir mit dem Gift richtig einheizen. Es sind schon 23 Gift. Halleluja. Vielleicht sollte ich das nicht unbedingt benutzen, aber wir können das ja immerhin gegenheilen. $999 Damage. Okay. Schade, das hat ihn nur so. Das hat noch eine Menge Damage gemacht. Und den Boomerang lasse ich jetzt echt mal links liegen. Weil ich glaube, ich gehe nämlich gleich direkt weiter. Hier haben wir nochmal die Sachen eingeblendet. So. Das reicht ja jetzt schon. Da brauche ich ja gar nichts mehr machen. Bei einem Giftstack von 27. Das ist das doch mit den Regeln, ne? Ja. Das sieht echt cool aus vom Art Design. Das haben wir hier. Wir können uns heilen. Wir können Ausrüstung verbessern. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Aber wir brauchen es nicht wirklich. Kerze hätten wir ja noch. Spachtel. Ja, das ist beides. Nee. Feind verfluchen. Wir können uns heilen. Ja, das wäre vielleicht... Gut, wir könnten die jetzt auch noch erledigen, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ja, ich hätte mich vielleicht doch noch dann heilen sollen. Pumpkin Spice. Okay. Schauen wir mal. Ich bin aber zuversichtlich. Gegen Sperren und Einfrieren ist Pumpkin Spice immun. Willkommen in meinem Versteck. Du hast doch auch schon einmal eine schicke Lampe aus einem Kürbis gemacht. Das werde ich dir jetzt nämlich zurückzahlen. Okay, 99 Lebenspunkte. Das ist meine Ansage. Da haben wir schon wieder eine 6. Ist das schon mal ganz nett. Und 6 Gift. Klar, da bin ich absolut dabei. Und noch ein Bumerang. Boomerang wurde bisher nur einmal, also nie von Zorn getriggert. Ich glaube, wenn das ungünstig läuft, kann man sich damit auch erledigen, oder? Wenn das immer wieder getriggert wird. So, das war mal der erste Zug. Schon haben wir Pumpkin Spice ein Drittel abgezogen. Wir sind geschwächt. Das ist natürlich... schon ein bisschen blöd. Da haben wir aber noch eine 6. Das ist nur normaler Schaden. Ja, komm. Das meinte ich. Gut, wir können aber hier Erholung benutzen.
Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine ganz leichte Episode, weil sonst habe ich gleich Pech und die zerstört mich hier. Ist auf jeden Fall spaßig. Aber sowas von. So, 12, dann machen wir das einmal so. Das geht halt nicht. Aber dann können wir zu beenden und wir haben gewonnen! Hey, hey, willkommen beim großen Drehen. Ja, das kennen wir ja schon zu Genüge. Lass mich raten, da kommt jetzt auch wieder nichts anderes bei raus. Uff, so ein Pech, aber hör mal, irgendwann schaffst du das schon. Schau mich an, tausende von Jahren vor der Erfindung von Halloween durfte ich nie kämpfen. Und jetzt kämpfe ich nicht nur, ich drehe auch noch das Rad. Ich wollte schon sagen, am Rad. Episode beendet, Krieger, Halloween Special. Herausforderung beendet, beendet die Halloween ja, blablabla. Was kriegen wir da jetzt? Sammeln? Immun, Vorlieben, meine Wangenknochen. Beste Karaoke, ich warte immer, bis jemand einen Song anschmeißt und dann singe ich ganz laut All-Star darüber, kommt immer wahnsinnig gut an. Raute. Grund, aus dem du das Dungeon betreten hast. Ich wollte jemanden malträtieren, der noch nicht alle Hoffnung aufgegeben hat. Es ist viel lustiger, sie zur Verzweiflung zu treiben, wenn sie frisch sind. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, morgen gehen wir die nächste Episode an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.